Hey, eine kleine Ansage meinerseits. Für alle, die nicht immer so lange auf ein neues Video hier auf meinem Kanal warten wollen, die sollten meinem Instagram-Account folgen. Warum? Weil ihr da eigentlich immer im Vorfeld Making-of, Behind-the-Scenes zu irgendwelchen größeren Drehs, Reisen oder auch zu neuen Produkten bekommt, wie zum Beispiel dem aktuellen MacBook Pro. Na, der Gameboy ist schon geiler. Also Instagram, Alexi Bexi und jetzt geht's weiter. Mein Mittelfinger-Raumschiff fliegt. Interessant, aber auch irgendwie scheiße. Alexi, Bexi. Hey zusammen und willkommen zu einem kleinen, aber feinen Review meinerseits. Oder sollte ich in Zukunft diese speziellen Folgen tatsächlich Hashtag China-Schrott nennen? Wie ihr sehen könnt, heute geht es um etwas, das merkwürdig aussieht. Nein, es ist keine merkwürdige Lasershot, irgendwas Gun aus irgendeinem verrückten, fancy neuen Spiel, das nicht von EA entwickelt wurde, sondern es ist ein Rasierer. What the fuck? Ja, Pflege ist wichtig, egal ob beim Mann, Frau, Ladyboy, Kind oder anderen Individuen und Minderheiten, die ich hier nicht weiter erwähnen möchte. Doch wie wir gelernt haben, ist es total uncool, solch große Rasierer mitzuschleppen. Deswegen dachte sich ein findiger Fernosthersteller, lass es doch mal klein machen. Und zwar so klein, dass man es sogar an ein Handy stöpseln kann. No joke, das ist ein Rasierer für euer Smartphone, beziehungsweise für euer Telefon, für eure Powerbank. Oder weiß der Geier, was ihr so zu Hause habt. Denn dieses Ding gibt es in zwei Varianten. Einmal Micro-USB und einmal mit Lightning-Anschluss. Das ist irre. Wie kann denn ein... Was wollte ich sagen? Achso, das ist irre. Wie kann denn ein Fernost-China-Hersteller moderner sein mit Anschlussmöglichkeiten, als so meinte ich ein anderer hier Random-Hersteller einfügen? Und das Beste obendrauf? Dieses Ding kostet insgesamt 5 Euro. Inklusive alles, ohne Zoll, kommt so im Briefumschlag nach Hause. Eine neue Ära der Gesichts-, Bein-, Intim- oder Po-Haarpflege-Rasur ist angebrochen. Tja, und das wollte ich mit euch mal ausprobieren. Deswegen lasst uns mal gucken, was es so gibt. Also, von vorne sehen wir Plastik mit Innenleben. Von oben sehen wir Original, Original Authentic. Auf der linken Seite nix, auf der Unterseite Original Authentic. Auf der rechten Seite nix. Und auf der Rückseite Qiang Brand Razors User's Guide. Menü Nummer 5? Ja, dann lass doch mal aufmachen. Es ist aus Plastik. Eine kleine Bürste. Schaumstoff? User's Guide. Eine Bedienungsanleitung. Lass mal aufmachen. Ja, nicht so hilfreich, würde ich sagen. Text. Thank you for using Qiang Brand Razors. Do not press hard when shaving. OTG. Sulfuric Acid. Was? Acid? What the fuck? Säure, wo? Wo Säure? Reversible when cleaning clock swung open network head with hairbrush cleaning can also be washed. Englisch aus der minus fünften Klasse. Befriedigend. Gucken wir also mal, was drin ist. Und zwar das hier. Wie schon erwähnt, das ist aus Plastik. Und das hier ist der Micro-USB-Anschluss, den es eben auch als Lightning, also 8-Pin-Connector heißt es, glaube ich, gibt. Und unter der Schutzkappe finden wir den vom Hersteller bezeichneten 360-Grad-Schneidekopf. Kann man sonst noch irgendwas machen? Oh, ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Man kann es tatsächlich aufmachen, um mal so richtig sauber zu machen. Und das sind also die Scherköpfe. Best Quality ever. Ach du Scheiße. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange das Ding halten soll. Es ist aber eine schöne Mischung aus Atomzeichen und Sonnenblume von Skynet. Plastik, ganz viel Plastik, ganz viel Plastik. Wie geht denn das wieder rein? Geil, richtig geil. Und dann macht man so zu. Fertig. Und sonst ist alles fest. Interessant, aber auch irgendwie scheiße. Dann lass uns mal gucken, wo und wie wir das anschließen können. Denn eine Powerbank oder so mit diesem Anschluss habe ich nicht. Das heißt, ich bräuchte jetzt ein Handy. Nein. Nein. Fuck. Auch nicht. Hier, das gute OnePlus X in Keramik. Tja, dann einstecken und gib ihm, oder? Hey, es funktioniert nicht. No. Ja, wir brauchen definitiv mehr Dampf. Das heißt, wir machen es mal so, wie es in dieser kryptischen Anleitung stand. Und zwar hier. OTG. Da stand ja irgendwas mit OTG, also machen wir mal OTG an. Dieses Telefon kann OTG. Und jetzt mal gucken, was passiert. Okay. Wow, creepy. Tja, dann lass doch mal schauen, wie man mit dem Ding so rasieren kann. Testobjekt Nummer 1. Ein ganz normaler Rasierer. Testobjekt Nummer 2, der Qiang Brand Fuck Handy-Rasierer.
Holy fuck. Ich glaube, meine beiden Arschbacken könnten etwas Besseres zusammenbasteln als diese Abart hier von irgendeinem Vollidioten. Fernost ist ja bekannt für Ressourcenverschwendung. Ich meine natürlich fürs Kopieren, weil das natürlich finanziell, ich meine, weil das natürlich eine Ehre ist für denjenigen, der kopiert wird. Mein Mittelfinger-Raumschiff fliegt. Es zwickt und zwack der Razorblade, wo sonst ein Rasierer. Hat er denn überhaupt was geschafft? Wenigstens ein bisschen? Oh ja, hat er. Also vielleicht ist das Ding gut für Leute, die gerade mal so ihren ersten Flaum erleben. Oder für Damenbärte, die unauffällig und schnell mal eben auf jedem Klo unterwegs entfernt werden können. Oder auch für Fussel auf Klamotten. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ist eure Meinung dazu? Und wenn ihr den Rasierer haben wollt, dann... Nein, natürlich nicht.